So, zurück bei der Pnyx, um Sokrates zu treffen. Da waren wir direkt ganz am Anfang und haben Perikles zum ersten Mal gesehen, genauso wie Kleon auch. Gut, du bist hier. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu Kleon gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Na, aber natürlich. Vielleicht reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Kleon zu folgen. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Kleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tue mein Bestes. Oh. Hohoho. Aber Sokrates, Kleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich? Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Klar. Ja, auch dann wäre ich verantwortlich. Du bist fast schon zu einsichtig und hast absolut recht. Wenn jemand durch irgendetwas zu Schaden kommt und wir irgendwie beteiligt sind, dann sind wir auch verantwortlich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Expertenwissen ist besser. Oder ich richte mich. Oh Gott, das ist eine Frage. Ich richte mich nach der Mehrheit. Es ist die Mehrheit, die immer Recht hat. Und wer informiert die Mehrheit? Ich nehme an, sie folgt dem einen an der Spitze. Und wenn du erfährst, dass die Person an der Spitze die Menschen, denen du folgst, belogen hat, was würdest du tun? Wenn er belogen hat, dann suche ich mir jemand anderen. Wer dich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Ja, da hast du recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Ja, das hätte jetzt auch gewusst. Ich stimme an. Und ihr, würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt verantwortlich sein kann? Ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Und würdet ihr jemandem folgen, von dem ihr wisst, dass er euch zu seinem Vorteil angelogen hat? Natürlich nein. Nicht. Nein. Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an. Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Leon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, da ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren. Korrekt. Das hätte besser laufen können. Aber auch so, glaube ich, kann das Volk die Beweise, die wir vorgelegt haben, nicht ignorieren. Ich muss etwas gelernt haben. Wahrscheinlich in der ganzen Zeit, die ich mit dir verbracht habe. Debatten mögen nicht immer so schnell wie eine Klinge sein, aber sie können durchaus dieselbe Wirkung entfalten. Aber reicht das auch? Ich glaube, Kleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. Athen ist halt schon sehr pompös. Eine Wahrheitsfindung. Nice. Die Ritter kehrt zu Sokrates zurück. Wo ist er denn? Ah, da hinten.
Perfekt, machen wir doch. Ich frage mich, wie viel Schaden wir machen würden eigentlich, wenn wir diese 25% Gesundheitswaffe nutzen würden. Das wäre heftig. Das wäre wirklich, glaube ich, sehr heftig. So, ich muss ins Haus rein. Da geht es leider nicht rein. Genau nicht. Ich bin halt echt einmal um das Haus gelaufen, nur um nicht reinzukommen. Oh man. Ah, wobei hier. Ist das da? Ja. Schöner Schwung. Also, was jetzt? Das Stück war ein großer Erfolg, wie ich es geahnt hatte. Und zusammen mit dem Beweis, den du auf der Pnyx vorgelegt hast, hat Cleon viel von seiner Popularität verloren. Nun will er nach Amphipolis, um sich zu rehabilitieren. Kassandra! Brasidas hat mich geschickt. Er lebt und ist wohlauf. Wo ist er jetzt? Amphipolis. Sie bereiten sich auf die Schlacht vor. Oh lol. Wenn du ihn vor mir erreichst, sag ihm, ich bin auf dem Weg. Also, was wirst du jetzt tun? Ja, rein in die Olga. Cleon wird sterben. Das ist unsere Chance. Der Plan funktioniert bereits. Der Tod darf nicht vorzeitig kommen. Auch nicht zu jemandem wie Cleon. Doch, genau zu ihm sollte der Tod frühzeitig kommen. Nicht alle verdienen es, alt zu werden, Sokrates. Ich will echt den Tod sein, Kost. Wer es verdient? Dieses Mal, ja. Dann gute Reise. Der Alki geht sehr gut. Anscheinend nicht. So. Sprich in Amphipolis mit Brasidas. Ja, dann machen wir das mal. Wo ist denn Amphipolis? Ich weiß schon gar nicht mehr, war ich denn da schon mal? Amphipolis. Da oben. Okay. Nice. Ich war da schon oben. Aha, in Makedonien. Gut, dass wir die DLC schon gemacht haben. Er folgt mich jetzt ein Kopfbewegung. Na gut, okay. Kommen wir mal mit raus. Brasidas, du bist hier. Meine Nachricht kam an. Ich hörte von Pylos. Geht es dir gut? Ging mir schon schlechter. Wir haben ganz andere Probleme. Das ist unsere Chance, Brasidas. Heute töten wir Cleon. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Ja, du verschleppst mir irgendwas. Ich bin wegen Cleon hier. Belassen wir es dabei. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist Spartanerin. Du solltest wissen, was Treue bedeutet. Ich bin hier, oder nicht? Wir kämpfen denselben Kampf. Ja, es tut mir leid. Das musst du noch beweisen. Das tue ich jetzt. Wir verschwenden Zeit. Athen sammelt seine Verstärkung. Wir müssen jetzt angreifen. Gehen wir. Malakka. Malakka ist also das Wort für alles. Alles, was wir haben. Wir geben nicht auf. Eskortiere quasi das zum Schlachtfeld. Ja, perfekt. Hauptsache weg von dem Kopfgeldjäger. Die Athener sind hier. Spartiaten, vorwärts! Wo? Alter, der Bock, der haut mich. Weil die arme Stimme.
können ja gar nichts. Damage ist gut, Damage ist wirklich sehr gut. Ja, gut, dann schmeiß ich jetzt diesmal nix. Bestimmt wieder ein Kopfbeleger? Ja. Ja, ist das raskappige Schmeidige. Preise, ist jetzt nice. Preise, das hat zurückgekillt, lul. Aufbeulkampfmann, schön. Okay, ja. Wenn jetzt einer kommt, wäre ich ganz froh. Von der Schlachtfeld. Oh, geil. Im Kampf gegen die Athener teil. Was siehst du mal? Schon wieder für Sparta. Sag's doch, wir können nicht gegen Sparta sein. Wir müssen gegen Athen, würde ich sagen. Oh ja. Ich darf bei einem herfahren. Sehr gut. Der wird sich hinten, ist jetzt ja noch hier, ja, wieder. Wäre ich mal schon voll abgekommen. Es ist so herrlich für ihn, wirklich. Einfach mal handlos. Und du moschest so schön rein mit dem hochlöschen Skill. Wirklich. Entzückend. Wahrlich entzückend. Aha, da hat er noch. Sehr gut. Jawohl, aufgespießt. Oh, ja. Hier musste ich wieder hin. Alter. Oh oh, er braset das aber richtig hart.
Oh oh. Nein, 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 nein. Nein. Du nimmst immer alles so persönlich. Oh. Demos wurde... Töte Cleon. Ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt auswählen können. Nun, zu deinem Pech ist er das. Es ist noch nicht zu spät. Komm auf unsere Seite. Nein, ich komme nicht zum Kult. Du kannst dich hier nicht rausreden. Lass mir doch meinen Frieden. Du bist an allem schuld. Du warst es, Cleon. Du allein trägst die Verantwortung. Cassandra, komm schon, sei gnädig. Du brachtest ihn gegen uns auf, meinen eigenen Bruder. Wir bauten Demos auf. Wir machten ihn groß, unaufhaltbar. Jetzt ist er ein Monster. Richtig, das darf er nicht sein. Kämpf an seiner Seite, lehre ihn. Du könntest wieder mit Demos vereint sein. Sein Name ist Alexios. Ich bitte dich. Die Welt ist geteilt, Cassandra, und wir vereinen sie. Halt dein scheiß Maul! Meine Hände sind leer. Hab Mitleid. Nee, du verdienst kein Mitleid. Du stirbst, wie du gelebt hast. Wie ein Feigling. Ich bin noch nicht fertig. Man wird mich nicht vergessen. Du bist die Erinnerung nicht wert. Erfährt sich das Wasserrot. Es ist vorbei. Myrina muss wissen, dass Cleon nun tot ist. Und Brasi das. Ich hätte schneller zu Demos kommen sollen. Tut mir leid, mein Freund. Quasi das, er ist sehr traurig. Wirklich sehr traurig, dass er sterben muss. Er war echt ein guter. Die Schlacht ist vorbei, tatsächlich. Wo alles begann, ja. Oh, warte, eine strammelt hier mega zu mir. Ja, hau mal direkt mal ab. Wo alles begann, zornig und kampfmüde kehrte Cassandra nach Sparta zu Marine zurück. Ihre Feinde hatten viele ihrer Liebsten getötet und war es Zeit, sich im größten Fall zu stellen in ihrer Vergangenheit. Ja. Das hört sich krass an. Vor allem, ich krieg vorhin die krasse Ausrüstung. Dann würde ich fast tatsächlich echt sagen, wir beginnen mal diese neue Odyssee, wenn du so willst. Schauen wir mal, was eben zu tun ist. Und dann machen wir es eben so, dass wir die mythischen Wesen bin und das Tor zu Atlantis öffnen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt, sag ich mal, die letzte Mission ist. Wobei sie sich ja schon anhört, wo alles begann. ja. Ah, wir starten es auf jeden Fall mal.
Ich weiß gar nicht, habe ich mich schon lang mit ihr über meinen Vater als in den Pythagoras gesprochen oder wie oder was? Ich meine, allein schon die Tatsache, dass Cassandra jetzt eigentlich 2 Jahre ihre Mutter nicht mehr gesehen hat, weil sie ein Kind bekommen hat mit den Attackers zusammen. Jo. Blenden wir jetzt mal aus, es wäre ja dann zu storylastisch. Also wirklich, dass das halt nicht mehr reinpasst, ne? Wenn sie das erzählen würde. Das ist ein ziemlich krasser Berg, will ich mal so währenddessen anmerken. Wo alles begann, ist das jetzt die Klippe? Oder wie, wo wir runtergestoßen wurden als Kinder? Oder? Ey, was hat er gerade so komisch gemacht? Ah. Ja, das nehmen wir mit. Das Orichalkos-Erz. Obwohl ich mich dann nie so wirklich mit dem auseinandergesetzt habe, denn ich war letztens mal bei einem Händler. Und da habe ich gesehen, brauchst du 20 von den Erzen für das Kleinste. Und glaube ich 100 für das Größte, was du jetzt kaufen kannst. Also total. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Das sind dann meistens Waffen oder auch Skins. Mal interessant wäre es, aber ja. Mein Kind, du warst so lange fort. Rasi, das ist tot. Nein. Deimos erschlug ihn in der Schlacht. Und was ist mit meinem Sohn? Cleon schoss Deimos einen Pfeil in den Rücken. Die Wunde sah nicht tödlich aus. Er könnte noch leben. Malakas Cleon! Ich töte ihn mit bloßen Händen! Zu spät. Malakas Cleon. Die Schlange schwimmt bereits im Styx. Meine Familie. Jetzt habe ich nur noch dich. Martha, nein, das stimmt doch gar nicht. Es gibt noch etwas, das ich tun muss. Ich muss noch mal zu diesem Berg, wo alles begann. Mein ganzes Leben kämpfte ich und rannte davon. Vor der Vergangenheit oder um zu vergessen. So kann es nicht weitergehen. Mein Herz wurde auf diesem Berg gebrochen. Ich muss diese Nacht hinter mir lassen. Ein für alle Mal. Okay, okay. Gedanken von mir waren korrekt. Ich komme mit dir. Eskortiere Myrine an den Rand der Klippe. Wenn wir jetzt nicht da oben Deimos treffen, ne? Oh ja. Nee. Ernsthaft, wir treffen wirklich Deimos da oben. Lol. Alexios! Am Rande der Welt ruft eine Mutter nach ihrem Kind. Rührend. Alexios, bitte. Du benutzt diesen Namen, als würde er mir irgendwas bedeuten. Es ist der Name, den dein Vater und ich dir gaben. War das bevor oder nachdem ihr mich zum Sterben auf diesen Berg brachtet? Es war der Kult. Ich wollte dich retten. Ich tat, was ich konnte. Die Priester sagten, du seist tot. Mir sagten sie, du hättest mich verstoßen. Alexios, komm zu mir. Wir sind deine Familie. Gehen wir heim. Familie. Heim. Oh.
Familie. Das Schlachtfeld mein Zuhause. Ich versprach, ihn zurückzubringen, Martha. Doch der Kult hat seinen Verstand vergiftet. Du hast versprochen, mich zu Martha zurückzubringen. Du hast mich nicht hergebracht. Warum sagst du unserer Martha nicht die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Dass ich auserwählt wurde. Dass ich eine Bestimmung habe. Ich bringe Ordnung in diese Welt. Und du bist nur eine Söldnerin mit einem zerbrochenen Speer. Du brauchst den Kult nicht. Der Kult benutzt dich. Naja, das bringt ihn ja nur weiter zu Palme. Der Kult bestimmt über dein Schicksal, aber du brauchst ihn nicht. Gemeinsam können wir ihn vernichten und der Welt wieder Frieden bringen. Frieden. Und was unter Helios würdest du mit dir anfangen, wenn Frieden herrscht? Ziegen melken? Ja, nicht. Sieh dich ein einfaches Leben. Wir haben es gesehen. Kinder kriegen. Du profitierst von Milch holen. Ebenso wie ich. Brot holen. Du willst keinen Frieden. Du willst dich nur nicht mit mir auseinandersetzen. Was ich will, was ich immer wollte, ist meine Familie. Als ich ein Kind war, fand ich ein Löwenjunges, das in einer Schlinge gefangen war. Ein Freund wollte es befreien, und dann hörte ich das tödliche Gebrüll seiner Mutter. Ich sah zu, wie die Löwin meinen Freund zerfleischte. Auch sehr tragischer Tod. Sogar bei den wilden Bestien schützt die Familie ihre Jungen! Ich liebte dich! Und tu es immer noch. Der, den du liebtest, ist tot. Und meine Bestimmung ist klar. Du kommst mir nicht in die Quere. Alexios, hör mich an. Also, ich will den retten, nur so zur Info. Bruder, damals wollte ich dich schützen, doch ich versagte. Ich versage nicht nochmal. Oh, was bietet ihm? Gehörte unserem Großvater. Den Sperren? Was ist aber der alte Sperr? Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja. Ich habe Schlimmes getan. Nice. Sehr gut. Geschafft. Die richtige Entscheidung getroffen. Sehr geile Mucke. Cassandra! Danke. Familien zusammentreffen. Oh, sweet.
Das ist sehr, sehr glücklich. Hoho, Gürtel eines Halbkreuzes. Damokles Schwert, Brustschutz eines Halbkreuzes, okay. Kultus besiegt Deimos. Ja, besiegt ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Neue Quest, Abendessen in Sparta, perfekt. You nice. Isn't it a bag? Back daheim. Betritt das Haus deiner Kindheit, Abendessen in Sparta, okay. Jo, wir können auch mit dem Rüner reden. Was dein Herz dir sagt, aber du musst deine Familie an erstes Kampfklinge. Jo, nice, meine Freunde. Perfekt. Schön, wir haben die Familie von Cassandra, Rine und Alexios wieder zusammengebracht in dieser Folge. Ich bin gespannt, was jetzt noch so auf uns erwartet, aber das werden wir erst nächstes Mal erfahren. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.